Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 1.9.2020. Heute war Sonja da. Es war ganz schön mit ihr. Da bin ich sehr müde. Ich habe heute bis 10:30 geschlafen. Und trotzdem bin ich extrem müde. Es ist gerade auch 19:15 Uhr und ich liege schon im Bett. Ich muss morgen früh aufstehen, um 8 Uhr, weil ich zu Kerstin fahre. Morgen kommt Sonja auch wieder. Heute haben wir Nägel gemacht. Sieht man das? Mit Ranken und den Lila. Hat circa eine Dreiviertelstunde, eine Stunde und eine Dreiviertelstunde gedauert. Und Kaffee getrunken, geraucht und getratscht. Und heute geht's mir gerade stimmungsmäßig nicht so gut. Ich habe so ein bisschen einen Stimmungsknick und habe auch schon meine Beruhigungsmittel genommen, weil ich ein bisschen aufgewühlt war. Aber es gibt keinen bestimmten Grund. Ich habe mir Teile von der Folk 2 Vorstellung angeschaut. Dazwischen mit Sonne am Klover. Oder was gemacht hat. Und das kostet wieder 2000 Euro. Also nicht leistbar für mich. Aber es ist ganz interessant. Aber ich bin mit meinen Note 10 ganz zufrieden. Ich möchte mir nur jetzt dann im November oder Dezember ein iPhone kaufen. Aber das habe ich noch nicht fix entschieden. Es kommt darauf an, ob ich das zusammensparen kann. Und dann werde ich das entscheiden. Ich habe auch etwas Kopfweh. Aber heute noch kein Schmerzmittel genommen. Ich möchte nicht jeden Tag Schmerzmittel nehmen. Und freue mich morgen auf Kerstin. Vielleicht können wir wieder so ein paar Konzentrationsübungen machen. Und ein paar so bildliche Vorstellungen. Oder wir reden nur. Mal gucken, was ich dann morgen am 1. aushalte. Sonst gibt's nicht viel Neues. Eigentlich ging's mir den ganzen Tag gut. Nur jetzt passt es nicht ganz, aber es ist nicht so schlimm. Ich bin einfach den ganzen Tag extrem müde. Und das regt meinen Vater schon so auf, weil ich immer so ernst reingucke und er mag das nicht. Aber umso mehr er sich aufregt, umso mehr gucke ich ernst. Und das ist halt nun mal so. Mehr habe ich heute eigentlich nicht zum Sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines.